Ja, servus Leute und hallo und herzlich willkommen zum zweiten Vlog 2021. Ja, wir haben heute Samstag, den 9. Ich glaube schon. Ja, den 9. Januar, glaube ich, müssten wir heute rum. Morgen ist der 11. Ja. Und ja, was habe ich heute getrieben? Ich habe Stall ausgemistet. Ja, nicht weil mir langweilig war, sondern weil mal Urlaub. Ich habe jetzt 3 Wochen Urlaub gehabt vom 21. Dezember an. Jetzt zu Ende geht. Am Montag geht es wieder mit der Arbeit los. Und ja, damit man halt den Urlaubsabschluss noch einmal so gestaltet, dass man langsam wieder in den Arbeitstrott kommt. Und eben auch, weil natürlich die Zeit dann wieder knapp wird, habe ich mir gedacht, jetzt könnte ich eigentlich meinen Stall noch einmal sauber machen. Hab da unten bei den Schweine und Hühner komplett ausgemisst. Den Vorhangsäfter habe ich aufgehängt. Der war eigentlich einmal bis runter, wo das Brett oder vorne nachgeschraubt ist, die Latten. Ist der mal bis runtergegangen, als die Hühner rein können. Das haben die Schweine aber zusammengepflückt, das Ding. Naja, jetzt war er eh bloß noch so runtergehängt, jetzt habe ich einmal aufgehängt, wahrscheinlich weil ich das Ding ganz wegmachen. Weil das ist eigentlich nur ein großer Staubfänger und die Hühner, die hocken sowieso drin, die gehen auch unten durch. Naja, dann ist das Ding weg, dann können wir es auch leichter raus, weil dann brauchen sie auch bloß drüber flattern. Jo, ich bin auf jeden Fall da unten fertig. Wir haben auch noch da ausgemisst bei den Hühnern. Die Legeboxen sind alle mit Holz gefüllt. Einmal durchgehend da. Dann auch als Katzenkabel hat mir meine Mutter gegeben, da können wir es auch noch rein, haben sie auch Legenest. Und da die Adone, wo die Schubladen drin ist, sind jetzt mit Heu gefüllt. Es hat einfach keinen Sinn. So schön wie die Schubladen sind, weil eigentlich die Eier theoretisch wegrollen täten und natürlich dann auch geschützt sind vor die Hühner, die sie kaputt hacken. Aber wenn die Hühner da dann nicht reingehen, dann muss da was einfallen lassen, deswegen habe ich das Ding mit Heu gefüllt. Das letzte Mal sind sie rein. Ja, rollen die Eier natürlich nicht davor und ich habe irgendwie eine Henna dabei, die hackt die Eier kaputt, ich weiß aber leider nicht welche. Keine Ahnung. Gute Frage. Naja, wird sich schon irgendwann einmal finden und dann muss man sie halt beseitigen. Ja, ich muss die Eier halt jetzt dann öfters da unten raussammeln, hilft einfach nichts. Aber dafür habe ich jetzt dann Neste, wo sie aber dann reingehen. Weil da weiß ich, wie gesagt, wenn ein Hai drin ist, kann ich mir sicher sagen, die Hühnergänger ins Nest legen ihre Eier da rein und nicht irgendwo in die Prärie oder sonst wo. So, bei dem Herrn da ist sauber. Der hat auch frisch Bett. Gell? Stinke. Und der Hühn ist natürlich auch frisch bei der Oma. Ja, ja. Immer bloß ausfressen denken. Ja, die stutzt euch schon zurecht, ne? So. Die Oma denkt jetzt, es gibt was zu fressen. Die Glandigänger hier jetzt gerade ein wenig auf den Senke. Aber, und der stellt sich noch einmal gesagt, wenn ich die Oma von ihrer Gland trenne, das haben wir ja probiert, wie sie da oder das Problem im Schwanz gehabt hat, das funktioniert auch nicht. Weil das will sie ja nämlich auch nicht, dass die Gland dann von ihr weg sind. Also gibt es halt da einmal ein wenig einen Krawall, gell Oma? Ja. Ja, ihr sollt eure Mama nicht immer ärgern. Also, selber schuld. Ich hab da wieder Überschwemmung gemacht, gerade war ich fertig. Mann. Ja, man muss aber ganz klar dazu sagen, rabiat wird es auch nicht. Also Blut und Verletzter hat es noch nicht gegeben. Ja, aber wie gesagt, die ist halt angepisst. Das nervt auch. Wenn die Kleine dann vorne im Weg rumsteht, ich habe ihn jetzt gerade noch ein wenig getragen. Ein wenig geschrudeltes getragen. Und jetzt bildet sie sich natürlich ein. Stopp, den Hensch, ich soll dich mitnehmen. Jetzt bildet sie sich natürlich ein. Ja, jetzt hätte er vielleicht noch einmal was. Die Glande stehen einmal vor die Füße rum. Dann gebe ich denen jetzt einmal einen Schubs, weil die brauchen sich nicht einbilden, dass das jetzt ihr ist. Und nein, meine Schweine sind nicht um verhungern, die sind einfach bloß so futtergierig. Weil es ist nicht so, dass sie nichts zerfressen kriegen. Die haben heute früh einen großen Arme mit, ja, das war Eigewacht, ich schätze einmal 5 Kilo Schrot gehabt.
Dann hat es zwei Arme mit Gemüse gegeben, waren auch noch einmal jeweils 5 Kilo. Ja, auf jeden Fall gut Futter. 5 Kilo, naja, die waren schwerer gewesen, so 10 Kilo kommt wahrscheinlich eher noch, weil da waren Äpfel und Zeug mit drin. Ja, und dann sind sie auf jeden Fall nicht am Verhungern. Jetzt haben sie auch gerade noch ein Hai drin gehabt, weil ich die Nester von den Hühnern ja mit Heu bestückt habe. Das Restheu habe ich denen reingehaut, konnten sie auch fressen. Später gibt es noch einmal drei ganze Arme, auch wieder an Milchschrudel und zweimal Gemüse. Und in der Garage drin, da kocht gerade noch ein Bad mit Äpfel und mit Rosenkohl. Also verhungern da meiner Schweine nicht. Und unterernährt sind sie definitiv auch nicht. Das ist einfach bloß, es sind halt Schweine und die glänzen sowieso recht aufdringlich. Das ist normal. Die bilden sich halt ein. Es muss dann rund um die Uhr immer und ganz viel Wurst zu fressen geben. Und ich sag mal so, die Oma ist eigentlich auch recht ruhiger. So, wenn der Oma und dem Feigelchen nach vorne runter bringst, die Stänger eigentlich recht ruhig drin. Aber die Feigeln natürlich nicht. Die Schreier, die quietschen, die dommen und planen und machen und. Ja, mein Gott, so ist es halt. Die sind halt einfach futtergierig, die sind futtergeil. Es legt sich, glaube ich, im Alter, weil so waren damals meiner zwar auch Schmutti und Feigelchen, wie ich es auch gekriegt habe. Aber wenn sie älter waren, dann legt sich sowas auch. Ja, auf jeden Fall, da unten bin ich fertig. Das ist erledigt. Und jetzt war ich noch ein wenig Hai und Struden in der Zimmer meiner Kühen aufholen, dass ich da auch noch was habe. Weil das habe ich gestern Kollege gemacht. Da war ich einmal ein paar Ballen auf da. 6 bis 8 Ballen Stroh und einmal ja, 8 bis 10 Ballen vielleicht Heu oder so in den Dreh. Mal schauen, das mache ich mit dem Radlader mit den Mulden. Und dann ist das auch gemacht. Dann haben die was. Die kriegen ja noch wie vor noch Silo. Der Ballen war da langsam weniger. Das war der zweite Ballen, den ich mir vom Micha drum geholt habe. Jo, war auf jeden Fall auch wenige und dann geht es einmal dran, dann werden meiner aufgemacht. Dann kommt der erst einmal aus dem Container raus. Die verfüttern sich natürlich dann deutlich schneller. Aber war da. Gut. Jo. Überall dabei. Ja. Ja, das ist mein Mist. Muss ich dann wieder verfahren. Ja, nachdem der Container noch nicht fertig ist, geht es ja nach wie vor noch zu einem Bekannten. Scheißdreck da. Müssen wir dann unten mal Beleuchtung wieder raussuchen. Ich bin so froh, wenn der Scheißcontainer endlich fertig ist. Die ganze blöde Fahrerei immer. Weil ich meine, es sind zwar bloß 3 Kilometer, aber 3 Kilometer hier und 3 Kilometer her sind 6 Kilometer. So, jetzt habe ich den Stall da unten ausgemisst. Das ist eine Lore. In der Woche fahre ich 2 Loren. Das läppert sich und es macht keinen Spaß, das nervt einfach bloß. Das ist sowas von seinem Kotzen. Vor allem, ich muss ja dann wieder ein Netz drüber machen, weil so kann ich über die Straße nicht fahren. Also ich könnte vielleicht schon, weil das ist ein, naja, so ein halber Feldweg, könnte man sagen, aber es geht nicht und da laufen Spaziergänge. Und wenn ich jetzt da davor und verliere die Hälfte, naja, ich suche auch, wenn der Container fertig ist. Dann hat es endlich ein End. Dann kann ich es wieder bei mir daheim weg da und dann brauche ich nicht einmal mehr die Lore oder den Radlader. Dann geht alles mit der Mattelwanne und mit der großen Robin hinten bei die Kühe. Dann ist Ausputzen wieder deutlich einfacher, deutlich schöner. Weil dann traue ich das Zeichen nicht mehr da rauf, sondern um die Scheune herum, unten in den Container rein, Käse gegessen. Bei Bedarf schiebe ich es mit dem Radlader in ein wenig zusammen. Und das, was hinten vom Stall kommt, da baue ich mir ein wenig Auffahrrampen von an. Da war dann mit der, na, da war dann mit der Robin reingefahren, hinten abgekippt. Und dann ist das alles deutlich angenehmer. Kein Matsch mehr, kein Dreh mehr, kein ewiges Hin und Her gelaufen mehr, sondern alles ein wenig einfacher und schneller. Ich bin schon am Überlegen, ob ich vielleicht unten sogar bei den Schweinen noch eine Tür hinten reinmache. Quasi am Unterteil, weil dann könnte ich nämlich direkt zu den Container laufen, muss nicht einmal mit dem Stadl rum. Und das mit dem Gematsche immer näher hinten auf bei ihm, das ist ein wenig ein Schotterweg. Ja, wenn es dann auf ist, dann schaut der Bulldog dann immer aus wie Sau. Der ist voll gespritzt. Geht ja eigentlich im Moment noch. Aber Spaß macht's kann. Müssen wir ändern.
So Leute, wir sind mittlerweile Montag, ja, gestern am Sonntag ist nicht viel passiert, ich habe mich noch ein wenig ausgeruht. Wollte mich noch ein wenig darauf vorbereiten, auf den ersten Arbeitstag wieder, der war heute. Ja, naja, ist halt immer so, ne? Noch ein Urlaub oder auf die Arbeit, scheiße. Wo konnten wir meistens kann, also. Jo, ja, Montag, 11. und... Ja, heute früh gleich mal erster Weg, war noch vor der Arbeit bei uns drüben im Elektrogroßhandel vorbei. Ja, ich habe im letzten Video gesagt gehabt, mit der Schrotmühle, vielleicht versetze ich das Kabel. Ich habe eigentlich keine Lust, ein neues Kabel zu ziehen. Hat irgendeiner nicht drunter geschrieben, naja, du warst doch wohl nicht kleiner wie hier ein Stück Kabel. Nee, das nicht, um Gottes Willen. So ist nicht. Mir geht es doch nicht darum, dass ich jetzt das Geld nicht ausgeben möchte, ja. Ich weiß gar nicht, was kostet 6 Meter Kabel, was ich jetzt bestellt habe. Was sind es? 13 Euro oder was? Nicht, oder darum ist es nicht, aber die Arbeit. Weil eigentlich habe ich erst ein Kabel gekauft. Das ist das da, oder was da hängt. Da. Und was da drauf ist. Oh, meine Mühle. Ja, das waren insgesamt 12 Meter, wo ich gekauft habe. 3 Meter habe ich an der alten Mühle da verbaut. Und 9 Meter habe ich da, das ist das Gebläsekabel. Ja, das habe ich gemacht. Und eigentlich wollte ich da dafür jetzt nicht wieder ein neues Kabel kaufen für die Mühle, weil es war ja eigentlich speziell dafür. Aber andererseits, ich habe jetzt, ja, gestern habe ich geschrotet. Und ja, da und da ist ein wenig was, nicht ganz so viel drin. Und das Kabel, das war so blöd, Freiluft oder hinhängt, das hat mir nicht gefallen, das hat mich aufgeregt. Also Freiluft hängt es dann zwar noch bevor die Gummileitung, aber halt so gespannt. Ich habe es jetzt da oben rüber gelegt, das hat genau bis zu der orangen Dose da gelangt. Ist genau da dahin gegangen. Schön ist nicht, da habe ich mir gedacht, scheiß drauf, bestellst nur ein Kabel. Dann hast du ein neues, dann hast du eine Ruhe. Ja, habe ich halt jetzt ein 3 Meter Stück Gummileitung, 4x25 da oben übrig. Und das neue Kabel ist auch wieder 4x25, AH07. Die haben wir jetzt bestellt. Eine stärkere Leitung brauche ich nicht. Ich habe eh plus 16 Ampere rum. Kann auch 32. Also was will ich mit einem 4 Quadrat oder 6 Quadrat Kabel? Das ist ein Quatsch. Die Mühldode mit 5,5 kW, dann lange auch die 16 Ampere. Brauche ich nicht mehr. Ist auch ein ausgeschmissenes Geld im Endeffekt an ein stärkeres Kabel. Du zahlst mehr fürs Kabel, was du aber eigentlich nicht brauchst, was unnütz ist. 4x25 langt vollkommen aus dafür. Ja, die sollten dann morgen mitkommen. 6 Meter. Ist auch ein wenig übertrieben, weil das Kabel ist lang dann eigentlich runter rüber. Das könnte ich theoretisch dann noch hinein in den ganzen Raum verlegen, weil muss man das auch. Sagen wir mal noch hin, das ist 2,50 Meter und drüber vielleicht noch 1 Meter. Also hätten wahrscheinlich 3,50 Meter gelangt oder sagen wir 4 Meter. Und wenn man es ein wenig schöner legen will. Aber ja, komm. Welcher Kabel, wie gesagt, das ist mir nicht gewesen. Da tue ich mich nicht ab. Das bisschen Geld oder ausgeben für Käberler. Mir wäre es jetzt bloß welche Arbeit gewesen, weil das heißt für mich jetzt dann wieder Aufschrauben, die Aderenthülsen waren umsonst drauf gepresst. Und ja, dann den Stecker wieder runter machen, Stecker wieder umbauen, ist auch mit ein bisschen Arbeit verbunden. Und so erpicht mich eigentlich nicht immer drauf oder mich hinzustellen. Auch wenn es bloß vielleicht eine Arbeit vor, sagen wir mal, 20 Minuten ist. Aber ja, die könnte man sich sparen. Ja, jetzt machen wir es halt noch einmal, das wurscht. Wie gesagt, das sollte jetzt nicht ausdrücken, ich habe einfach nur keinen Bock oder was drauf. Oder ich bin geizig und habe jetzt kein Geld oder für 6 Meter Kabel die paar Euro auszugeben, um Gottes Willen. So ist es nicht. Weil wenn das so weit wäre, dann ja, sollte man sich vielleicht Gedanken machen, ob man nicht irgendwas verkehrt macht. Ja, vielleicht habe ich wirklich keine Lust gehabt, aber ist ja wurscht. Haben wir auf jeden Fall gemacht. Bestellt, morgen müsst ihr kommen. Machen wir gleich Barzahlung, noch nichts mit haben. Und dann kann ich es bei Gelegenheit draufbauen. Ich habe jetzt erst einmal geschrotet, das ist nicht so schlimm. Kann ich bis zum Wochenende warten und machen wir es am Wochenende schnell. Auch kein Thema. Jo, und dann ist die Mühle eigentlich komplett fertig. Dann funktioniert es. So, da habe ich meinen Arme schon für meine Hühner unten. Quatsch, für die Schweine. Draußen steht da Kisten für die Säu mit einem Silo. Die da oben haben habe ich auch versorgt. Die haben auch alles gekriegt. Ist schon wieder dunkel und kalt ist es halt. Dunkel und kalt. Moment. Da steht die Bagage. Ja,
Eis habe ich schon so gut wie möglich aus dem Wasser raus. Das sind noch so ein leichter kleiner Eisbröckler, die oben drauf schwimmen, aber nichts Dramatisches. Ganz dünn. Ja, denen habe ich hier Silo jetzt da in die Netze gegeben. Eins hängt da, eins hängt drinnen. Der Balderhausen wird deutlich kleiner. Den wird wahrscheinlich wieder keiner mehr erkennen. Der ist schon wieder zu dunkel. Naja, der wird auf jeden Fall auch kleiner. Da kann jetzt demnächst dann einmal von meiner unten was rauf da. Dann werden die Arme angefangen. Und da war das auch langsam. Jo, ist sonst noch irgendwas passiert? Ja, am Samstag habe ich noch ein wenig Hai und Stroh raufgefahren. Da war es mir leider so brisant mit der Zeit. Ich bin immer jetzt im Filmer. Guck mal, ich wollte es eigentlich unbedingt filmen. Ich habe den Radlader genommen und schnell mit den Mulden was gemacht. Ja, ein paar Ballen. Nicht die Welt, weil wie gesagt die Zeit knapp war. Lang wird eine Zeit. Wie gesagt, sorry, ich wollte es filmen. Bin aber leider wirklich nicht dazu gekommen. Das war mir zu knapp. Um Punkt 6 zum 6er Leuten habe ich mal vor der Kult gehabt und bin in die Garage unten rein und habe das Garagentor zugemacht. Um Punkt 6er. Und um 6er gibt es bei uns Abendessen. Von daher, ja, ich bin grob so mit Ach und Krach mit der Arbeit fertig geworden. Ich habe mir das eigentlich auch zum Ziel gesetzt, noch einmal fertig zu werden mit der Arbeit und nicht gleich wieder hinten raus. Ich war ziemlich fertig, keine Lust mehr gehabt dann. Ja, deswegen ist vor dem schnellen Heu und Stroh rauf und nichts drauf. Gut, wäre eh uninteressant gewesen. Da war es dunkel draußen auch schon, hätte ich eh nichts gesehen, außer ich hätte die Scheinwerfer vom Radlader angelassen. Aber wenn ich die ausgemacht habe, oben im Stottel, wo ich mit Taschenlampen gestanden, habe dann auch gleich einmal einen Balken erwischt, weil war natürlich dunkel. Ich war auf dem Zwischenboden, also wenn du in den Stottel rein gehst, links drum, habe ein Hai in die Mulden rein und laufe wieder zurück um den anderen Rundballen rum, der da noch liegt. Und ja, der Kopf war zu weit rum und da wenig tief hängender Balken, bomm, der gehe ich hier. Da war erst einmal ausgenockt. Keine Ahnung, als ich weiß, ich bin gegen einen Balken gerannt, dann war das erst einmal alles weg, wie ich wieder aufgewacht bin. Da war die Taschenlampe, die ich in der Hand gehabt habe, ein Stockwerk tiefer gelegen, hinter der Dreschmaschine. Und ich war so halber der, über der Trommel, über der Seildrommel da vom Greifaufzug gehängt. Ja, wie gesagt, selber kein Anschlag. Ich habe auch gescheiter Beulen am Hirn. Tut weh. Aber was willst du machen? Sowas passiert halt. Ja. Ja, das sind immer die Sachen. Nur gut, ich gehe jetzt noch nur nicht zu die Schweine, dass die noch fertig waren. Und dann ist für heute auch schon wieder Feierabend. Mehr passiert heute auch nicht mehr. In den Stollen unter, Schweine versäumen, Hühner versäumen, Eisbären, Mist gleich wieder raus. Feierabend, Abendessen. Jo. Und dann noch vielleicht eine Handvoll Holz mit übernehmen zum Kachelofen, dass es nicht so kalt wird heute Nacht. Gut, das war's für den Montag. So Leute, und mittlerweile haben wir schon wieder dünnster Abend. Ja, heute vor der Arbeit haben wir bloß mal an der Stelle gemacht. Und ja, wir haben Schnee. Endlich haben wir wieder. Obwohl, mittlerweile taut er schon wieder größtenteils weg. Ja, bis auf der Terrassenhausen. Ja, auf der Brüstung. Also der war heute schon mal deutlich höher gelegen. So geschätzter Schneemengen. Dann haben wir 15 cm zwischenzeitlich. Ja. Mittlerweile schrumpft es schon wieder, ist schon wieder zu warm. Die Bäume sind schon wieder größtenteils kahl. Schon wieder der Schnee weg. Ein bisschen Leistung noch drauf. Seht ihr nicht, ist zu dunkel. Naja, das Obligatorische. Es schneit und dauert. Es schneit und es dauert. Es schneit und es dauert und dann ist wieder alles weg. Scheißdreck. Naja. Ja, ich wollte euch heute noch eine Kleinigkeit zeigen. Voilà. Ich habe im letzten Video, glaube ich, auch gesagt, dass ich Rache gehabt habe. Ja, ich habe einen Racheschrank. Der Racheschränkler. Eine Rachebüchse. Schluck auf. Wie man es nennen möchte. Da ist das Ding. Ja. Ist recht klar. Ist jetzt nichts. Mensch. Besonders groß. Mit der Momede. Glasfenster von da dran. Aus Edelstahl. Ja, Gierblecher da hinten rein. Sind selber gebaut. Das sind Gitter. Wenn ich zum Beispiel Trockenfleisch da innen machen will. Oh, glaubst du das?
Da habe ich eigentlich 4 Stück, eins liegt noch drin. Abtropfschalen unten. Moment, ich mache euch mal Licht. Ja, 1, 2, 3 Bleche sind jetzt hin, eins liegt drin. Abtropfschalen. Die Schalen da kommt mein Räuchermehl. Und dann habe ich ja elektrische Heizspirollen. Ich könnte das Ding aber auch ohne elektrische Spirollen betreiben. Dazu müsste ich die Spirollen bloß rausnehmen und dann kann ich ein richtiges Feuer drin schüren und mein Rauchmehl drauf streuen, das raucht. Oder ich kann auch einen Sparbrunnen einstellen. Das ist fürs Kaltrauchen. Und dann wird der Schluck auf, der regt mich auf. Schon wieder. Ein Sparbrand, das ist wie so ein kleiner Heizspirollen. Die zeige ich euch gleich einmal. So, da haben wir jetzt den Sparbrand. Da steht das Ding. Ja, den füllst du dann mit Rauchmehl auf. Zack, 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 zack. Dann kannst du auf der Seite oder hüben anzünden. Entweder einseitig oder beidseitig durch die Löcher. Einseitig, dann hast du so circa 14 bis 16 Stunden, dass er langsam vor sich hier rauchet. Beidseitig sind es dann die Hälfte. Und du könntest nach vierseitig, dann tust du quasi da hinten noch anzünden. Und dann bist du dann noch einmal bei der Hälfte, also bei 4 Stunden. So funktioniert es. Von den Gitter, die wo draußen drin sind, das ist jetzt sowas da. Das sind Innenstallgitter. Ich bitte übrigens die Unordnung da zu entschuldigen. Die sind aus meiner Spülmaschine, das sind meine Murierradöpfe, die müssen morgen wieder mit drauf. Ich habe vorhin eine Spülmaschine ausgerammt. Genau. Ja, Edelstahlgitter, selber zurechtgeschnitten. Die sind allerdings ein bisschen zerglar für meinen Racheschrank draußen. Die müssten ein bisschen breiter sein, sind sie auch nicht. Deswegen habe ich mir noch die Edelstahlgitter oder nachbestellt. Die sind ein bisschen breiter und da kann ich die feinmaschigen Gitter drauflegen. Wer sich jetzt fragt, warum hast du dann überhaupt hier feinmaschige Dinge, wenn du die hast, hat ein ganz einfacher Bewandtnis, ganz einfacher Grund. Auf die Gitter, wenn du Feinszeug wie Trockenfleisch machen möchtest, das fällt dir durch. Trockenfleisch kann ich euch leider nicht zeigen, wie es ausschaut, weil da habe ich nichts mehr. Das sind Fleischstreifen, die musst du halt ausdrucken, da tust du Beef Jerky, sagt man, oder so ähnlich, ne? Kennt ihr ja, da oder andere, sowas mache ich selber. Geht im Raucher schon wunderbar. Die, wenn du da mit drauf legst, da fallen sie irgendwann durch, weil die schon natürlich zusammen durch die waren. Und auf die Gitter konnte das nicht passieren. Und auch wenn du da Lachs oder sowas nimmst, der hängt halt durch die grobmaschigen Gitter schnell durch. Den legst du auf das Gitter drauf, du legst das super drauf. Und ich nehme halt jetzt dann das Gitter, leg das auf das andere um drauf. Dann habe ich natürlich die große Auflaufflächen links und rechts. Und dann kann ich rauchen, ohne Angst haben zu müssen, dass das Ding da oder runterrutscht, weil das geht ja das Licht links und rechts, ich sage mal so maximal 5 mm auf. Das heißt, einmal blöd nachstoßen oder was. Und auf dem Balkon draußen, wenn die Hunde mit draußen sind, die stecken halt einmal die Nase nach, dann kannst du Platsch machen und die ganzen Dinge liegen unten und das ist scheiße. Und so passiert mir das nicht, das ist besser. Ja, wie gesagt, das ist halt mit dem Rauchen habe ich angefangen, das wollte ich probieren. Da habe ich mir vor Weihnachten war das eine Rindernuss gekauft beim Metzger meines Vertrauens, ein guter alter Bekannter. Kenne ich noch aus meiner Lehrzeit damals als Bäcker vom Lehrlingsaustausch. Ja, und da habe ich mir eine Rindernuss geholt, die habe ich zerlegt. Nicht gerade fachmännisch, aber ich bin ja am Üben. Was erwartet man von jemandem, der kein gelernter Metzger ist, sondern eigentlich gelernter Bäcker? Und dann mit allem möglichen da rumprobiert, wie Käserachen zum Beispiel. Ich suche da bloß so Backstarkäse, wem es auch nicht sagt. Das ist Limburger mit Paprika ummantelt und das Ganze kalt gerachert. Schmeckt unheimlich gut, haben wir früher immer von einem Bekannten gehabt. Und jetzt habe ich es auch mal selber probiert, weil mein Bekannter, der ist leider damals gestorben. Und ja, da hat es sowas nicht mehr gegeben. Und jetzt habe ich einen Racherschrank, kann ich selber machen. Geracherte Lachs, wie gesagt, geht drin. Einfach so Lachs, Wildlachsfilet genommen. Über Nacht in Salzwasser, in lauge Ei gelegt. Meinetwegen mit irgendwelcher Gewürze dazu und dann gerachert. Vom Feinsten. Wirklich wohl. Habe ich einfach probiert und dazu ein paar Kartoffeln. Top. Brauchst echt nichts anderes. Richtig geil.
Ja, Fleisch drin auch geraucht, also man hat zwar selber gemachten Rinderschinken, die aus der Rindernuss rausgekommen sind. Ja, das macht man normalerweise nicht, wie gesagt, war nicht fachmännisch zerlegt von mir. Ich bin kein Metzger, habe ich nicht gelernt und ich habe einfach ein wenig probiert. Ich wollte nämlich meine neue Messer mal ausprobieren, die ich da habe. Das sind meine neue Spielzeug. Ja. Die gehen auch schon gute Dinge. Die sind sauscharf. Die sind so sauscharf, dass ich die Rinderlust zerlegt habe und habe mich dann gewundert, so, warum ist das jetzt da alles so rot? Ups. Halber Fingerkuppen von habe ich geschnitten, ohne gemerkt. So scharf sind die Dinge. Ja, dumm gelaufen. Deswegen habe ich mir jetzt noch, was halt die Schlachter und Metzger normalerweise um so ein Kettenhändchen bestellt. Nicht ganz verkehrt. Kostet alles ein wenig Geld. Ist nicht billig, aber wurscht. Ich will ein wenig ausprobieren. Ich bin auch ein wenig so wie mein Großvater früher war. Ich hoffe jetzt, das Licht da hinaus flackert nicht ganz so sehr. Ich bin auch so ein wenig wie mein Großvater früher war. Ich probiere sehr viel selber aus. Ich mache sehr viel selber. Da wird es mit Sicherheit dann eigentlich auch Leute geben, die ja, sagen dann, macht das überhaupt alles einen Sinn? Du kaufst oder dann das Fleisch zu und zerlegst es selber, hast die Arbeit damit und und. Im Moment kaufe ich noch Fleisch zu. Zukünftig ist ja aber was anders geplant. Die Schweine, wisst ihr, die waren jetzt am 19. März, ist ja nicht mehr lang hier, wenn du so willst, ein Jahr alt. Ich habe gesagt, bei mir soll sein Geburtstag erleben. Und ja, mittlerweile sind wir 60 bis 65 Kilo. Bis März schauen wir mal, wo sie dann sind. Ein bisschen größer, ein bisschen schwerer, wenn sie noch werden. Und dann haben wir gucken, dann werden die ersten nochmal voraussichtlich geschlacht. Das ist der Sinn und Zweck dahinter gewesen. Wem das nicht passt, das ist nun mal so. Ich habe die Schweine nicht nur zum Angucken und dass sie halt da sind, damit mir nicht so langweilig wird und ich den ganzen Tag so ein wenig blöd rumhocke oder so. Nö. Sondern ich habe die eigentlich auch, damit wir unsere Lebensmittel selber haben. Dass man Fleisch selber hat. Das ist mit den Rindern das selber. Im Moment ist die Mutterkuhhaltung da hinten noch im Aufbau. Zukünftig wird es aber soweit sein, dass diese Mutterkuhhaltung dann irgendwann einmal Kälber hat. Und die Kälber, je nachdem, ob weibliche Absetzer, also Fersen, oder junger Bullen, sollen natürlich danach irgendwann einmal entweder verkauft werden oder auch geschlacht werden. So ist das Ziel. Wie gesagt, wer das nicht hören will, das gehört halt zu der Landwirtschaft dazu oder das gehört für mich dazu. Ob das demjenigen passt oder nicht, ist mir egal. Ich stütze meine Meinung. Ich esse gerne Fleisch und ich weiß auch gerne, wo es herkommt. Ich esse gerne Schnitzel, ich habe gerne mal Rouladen. Ich muss es nicht jeden Tag holen. Ich esse bewusst Fleisch und nicht, ich friss irgendwas wild in mich rein, weil ich halt jeden Tag einen Fleischhunger habe. Nö, ich kann auch durchleben, wo ich halt dann reiner Gemüsepfanne oder sowas habe. Ah, überhaupt kein Thema. Es gibt auch, wo ich zu früh an Toast esse, mit ein wenig Marmelade drauf und abends einen Salat und das war's für den Tag. Es gibt aber halt auch da, wo ich einfach einmal ein Schinkenbrötler möchte oder wo ich so, ich möchte Brotwurst eingezwickt oder ich möchte ein Schnitzellabla oder Schnitzel mit Pommes oder Schnitzel mit Apfelsalat oder sonst was. Gehört für mich dazu. Deswegen gehört für mich die Tierhaltung dazu. Deswegen gehört für mich auch dazu, dass die Tiere, die ich habe, irgendwann einmal geschlachtet werden. Es sind Nutztiere. Gibt aber Leute, die das nicht hören möchten. Keine Ahnung, ob da jemand auf meinem Kanal dabei ist. Aber wie gesagt, das ist meine Stellungnahme dazu. Und ja, wie gesagt, die waren geschlacht und dann müssen sie auch zerlegt werden. Und ich möchte eigentlich so viel wie möglich selber machen können. Das hat früher der Großvater schon gekonnt. So war es früher bei den Bauern. Die haben eigentlich alles selber gemacht. Also hat das Schlachten auch noch daheim gemacht worden. Mein Vater hat es noch erlebt. Als kleiner Bub. Ja, und das wird irgendwie so drauf hinauslaufen. Zwar nicht das Schlachten daheim, weil da habe ich die Möglichkeiten nicht mehr. Und das ist alles ein wenig schwierig. Du müsstest ja einen großen Kochkessel holen, zum Brühe und zum Entbasteln und. Nee, schlachten lassen im Schlachthof drin oder beim Metzger.
Und das Zerlegen kann man dann selber machen. Das wäre jetzt dann weniger das Problem. Ich kann das Fleisch, wenn es zerlegt ist, auch einvakuumieren und ich kann es dann auch kühlen. Null Problem. Aber wie gesagt, das muss man halt erst einmal, ja, klar anfangen. Deswegen übe ich jetzt mit Fleisch, was ich mir bei meinem Metzger kaufe. Und wenn es dann auch mal so weit ist, dann, ja, je nachdem, weil ich Fleisch zukaufen, um selber irgendwas herzustellen, wie irgendwelche Wurst oder sowas, probiere ich alles noch aus. Kann nur besser werden. Mal schauen, was noch kommt. Ihr wisst, ich habe im Frühjahr angefangen, letztes Jahr im Frühjahr mit dem Brot. Es läuft, es funktioniert. Ich habe immer noch denselben Sauerteig, oder halt immer wieder den frisch angefrischten, den Fritz, so hat er den Namen gekriegt. Ja, und das funktioniert nach wie vor. Und das mache ich auch weiter, weil es passt, weil ich es kann, weil ich die Möglichkeiten habe. Und das ist jetzt mit dem Fleisch, mit der Wurstverarbeitung und dem gleichen ist es dasselbe, möchte ich auch so weit wie möglich selber machen. Mit Hilfe von Bekannten hoffe ich doch, dass die mich dann damit unterstützen können. Und ja, wenn jemand sagt, das rentiert sich doch alles nicht, das ist alles ein Blödsinn, ist mir wurscht, ob das Leute so denken. Früher ist es so gemacht worden, die Arbeitszeit, die wo die Leute investiert haben, um ihre Lebensmittel herzustellen. Ist auch nicht gerechnet worden, weil wenn du das vorrechnest, ja, in der heutigen Zeit, dann könntest du alles billig kaufen irgendwo, weil dann kannst du da gleich gehen und kannst irgendeinen Fraß im Supermarkt holen. Ich so absichtlich Fraß, weil mancher Sachen, also ehrlich war, so der Grund, warum ich mit Viehhaltung angefangen habe. Und darauf möchte ich eben verzichten. Ich möchte wissen, wo es herkommt. Und da investiere ich ja gerne Zeit rein. Und die Zeit rechne ich nicht, weil das ist für mich Freizeit, das ist für mich durchaus auch Freizeitvergnügen, sowas zu machen, was auszuprobieren. Und das muss ich nicht rechnen. Das, wenn früher alle gemacht hätten, dann hätten sie auch nichts mehr erben brauchen. Aber ist nun mal so. Genau. Ja, gibt es noch mehr zu sagen? Nö, jetzt habe ich wieder gelabert, gelabert, gelabert. Ihr werdet jetzt wieder alle denken, oh Gott, wie schlimm. Ich hoffe, die scheiß Neonröhre, oder die hat jetzt eine Zerfel-Scheißflagge neu gemacht. Oder nicht dran gedacht. Stehst da wieder 11 Minuten in der Küche, laberst irgendwas. Scheißdreck. Ja, wenn so ist, tut mir leid. Die Einstellung von der Kamera geht nicht anders. Ich habe schon x-mal umgestellt, aber ich gebe es auf. Sorry an der Stelle. Ja, wie gesagt, das war's jetzt für das Video. Das war halt mehr Gelaber, nichts Gruß mit Bulldog und rumfahren und. Wir haben halt wieder Winter, wisst ihr ja. Wir haben auch wieder das Problem, dass draußen dunkel ist, wisst ihr ja. Aber die Info der Woche quasi sollte doch ein wenig zusammengefasst kriegen. In diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt was. Wir hören uns wieder. Demnächst bestimmt auch wieder in einem Stream. Mal schauen, wann demnächst. Sicher ich schon, das muss ich spontan entscheiden, wie ich Lust habe und Laune habe. Also nicht, dass mich wieder eine drängt. Magst du heute einen Stream? Nee, das verspreche ich nicht vorher, weil das funktioniert sowieso immer nicht. Aber da kommt auch noch was. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Ich wünsche euch was. Servus.